Servus, liebe Freunde. Halli, hallo. Herzlich willkommen. Ja, wir sind hier wieder zurück bei Reactor Tech und haben jetzt gelernt, Kohle ist verflucht heiß. Da müssen wir uns doch irgendwie ein bisschen ja, anders orientieren. Und für uns bedeutet das jetzt im ersten Schritt, wir sparen jetzt wieder auf gute Ressourcen, mit denen wir viel rausbekommen. Dann werden wir, Holz haben wir ja zum Glück noch ein bisschen, das ist okay. Dann werden wir hier gucken, dass wir mit den Temperaturen anpassen. Und wenn wir dann wieder was erweitern, Gott verflucht, dann müssen wir den Reaktor erstmal runterfahren und neu starten. Weil wir müssen erstmal langsam Erfahrung sammeln. Ich glaube, das war der Fehler, den ich gemacht habe, weil wir eigentlich nur schnell produzieren wollten, aber gar nicht geguckt haben, was uns das bringt. Und das bringt uns unterm Strich nämlich gar nichts, außer dass wir hier einen Haufen Probleme kriegen. Das ist das Thema. So, jetzt könnten wir hier die Ressourcen können wir kaufen. Da holen. Ah, können wir noch nicht kaufen. Jetzt können wir kaufen. Jetzt haben wir 1,9. Kaufen wir mal 10 Stück. Und switchen auf die um. Bevor wir das aber machen, gehen wir hier im Output runter. Dass wir da definitiv nicht überhitzen. So. Und gucken jetzt, wie sich die Temperatur hier verändert. Wir produzieren jetzt schon mehr Energie, obwohl wir kühler sind. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt hier um 5% hochgehen. Da müssen wir jetzt ganz langsam aufpassen und gucken, wie wir das hier am besten produzieren. 5,5, da können wir noch ein bisschen hochgehen. So, jetzt kriegen wir auch ein bisschen mehr Einnahmen rein. Und das müssen wir jetzt langsam aufbacken. Ganz langsam aufbocken. Ansonsten haut uns das wieder weg. Und wir haben gesehen, das wird teuer. Das wird richtig teuer. Deswegen müssen wir jetzt hier schauen, dass wir hier langsam hochkommen. Und das Ganze nicht übertrieben machen. Jo, Temperatur steigt. 126 Grad, das ist noch okay. Da bleibt sie wohl anscheinend stehen. Dann können wir doch auf 95%. Geben wir noch ein bisschen mehr Output dazu. Denn dann können wir auch noch ein bisschen mehr herstellen. Wir brauchen dann natürlich hier zwei mit besserer Temperatur und dann wieder den besseren Ofen. Andere Überlegung ist, ob wir dann direkt schon auf den Superbrenner da gehen oder ob wir uns erstmal hier die Hightech-Shafts holen. Das ist halt die Frage. Aber das ist uns ja so schnell um die Ohren geflogen, so schnell konnten wir gar nicht reagieren. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den wir mit berücksichtigen müssen. Außerdem müssen wir mal gucken, wie der Ressourcenverbrauch ist. Der schon fast wieder unten. Oh mein Gott. Oh mon Dieu. Das ist doof. Wenn wir jetzt hier auf 15% Kühlung gehen, mal gucken, wie sich das temperaturtechnisch macht. Ah, durch Reduzierung der Kühlung können wir also auch noch ein bisschen was machen. Da kriegen wir auch noch ein bisschen raus. Wir müssen nur halt die Temperatur im Auge behalten, beziehungsweise genauso wie es jetzt passiert ist, dann schauen, dass wir rechtzeitig wieder was haben. Ah, das ist echt schwierig. So, Holz. Gucken wir gleich, wie es läuft. Wir brauchen erstmal wieder so 1,7, damit wir ein bisschen Geld zusammenkriegen. Im Moment verdienen wir wieder ein bisschen was. Also das wird jetzt eine ganz schwierige und Feinarbeitssache. Da müssen wir wirklich ganz vorsichtig hin und her justieren, damit wir da ja keinen Mist bauen. Deswegen am liebsten gleich die großen Dinger hier. Dann hätten wir da zumindest Ruhe. Was die Temperaturen betrifft, ne? Vorübergehend. Wir sind jetzt bei 7 Gigawatt. Das ist jetzt natürlich im Moment noch relativ wenig. Das müssen wir auf alle Fälle steigern. 1,6 haben wir. Da können wir fast wieder einen neuen Brennstoff kaufen. Wenn wir den haben, dann gucken wir mal, inwiefern sich das temperaturtechnisch auswirkt. Dass wir da die Effizienz noch ein bisschen steigern. 7,4, aber viel mehr geht jetzt nicht mit Holz, ne? Zum Glück haben wir noch ein bisschen Holz da. So, jetzt haben wir genug Geld, damit wir das kaufen können. Dann fahren wir aber zur Sicherheit doch mal wieder runter auf 85%. Kaufen jetzt mal hier wieder 10 von denen. Denn wir können ja schon Plus machen damit. Wir müssen ja einfach nur gucken, dass wir das so ein bisschen hier koordinieren. So, und das war, glaube ich, auch einer meiner Fehler, die ich am Anfang gemacht habe. So, wir produzieren jetzt schon 10 Gigawatt, obwohl wir
weniger reinstecken. Das ist schon mal sehr gut. So, was ist denn, wenn wir jetzt die Geschichte hier runtersetzen? Wir sind bei 9,6. Wenn wir jetzt auf 10% gehen, dann steigern wir die Produktivität wieder, obwohl wir weniger Output haben. Das geht. Das ist also möglich. 8,5, 8,6. Ja, wir gehen hoch. Von der Temperatur sind wir noch im grünen Bereich. Jetzt sind wir schon bei 9. Ist natürlich die Frage, reichen uns die Ressourcen dann aus? Ne? Der brennt natürlich Bombe. Aber die Frage ist, passt das hier? Oder müssen wir noch ein bisschen mehr Wasserkühlung machen und noch mehr Gas geben? Das können wir auch probieren. Wir gehen mal hier auf 20% und hier auf 90. Das kühlt sogar immer noch runter. Dann können wir auf 95 gehen. So, dann haben wir 143 Grad und 13 Gigawatt. So, dann können wir hier auf 100% gehen. So. Okay, steigt langsam. Wie sieht es bei der Ressource selbst aus? Ist fast schon wieder leer. Okay, Temperatur ist aber noch in Ordnung. Wir haben bald schon wieder das Geld für Neues zusammen. 149, 150, es steigt noch ein wenig, aber es geht. So, und jetzt haben wir hier schon wieder 0,7. Oh, das wird schon wieder knapp. Das wird schon wieder so knapp, da jetzt Neues zu kaufen. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Nein, jetzt müssen wir schon wieder auf Holz wechseln. Ah, doof. Das hier natürlich jetzt wieder im Auge behalten. Wir sind, glaube ich, fast am Punkt, wo wir uns dann doch wieder einigermaßen autark bewegen können. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das so weit vom Geld her hinkriegen, dass wir praktisch uns hier versorgen können und dass uns auch dass der Brennstoff nicht ausgeht. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Zum Glück haben wir immer noch so ein bisschen Holz. Das ist gut. 1,7 brauchen wir. Reicht aber noch nicht. Wir müssen noch eine Runde warten. So, jetzt müsste es gehen. Jetzt können wir wieder kaufen. Oh, das wird jetzt ein ganz schöner Spießrutenlauf. So, ist er da? Ist da. So, jetzt gucken wir mal, ob das dann ausreicht, damit wir im Prinzip den nächsten kaufen. Ob die 10 Kohlestücke in Anführungszeichen jetzt ausreichen, um neue Kohle zu kaufen. Wenn wir das geschafft haben, dann stehen wir gut. So, wir können, glaube ich, sogar hier nochmal auf 15%. Mal gucken, ob das von der Temperatur her noch was bringt. Ohne, dass es zu heiß wird, natürlich. Das ist immer so das Thema, was wir im Auge behalten müssen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, wir sind doch schon ziemlich am Limit, ne? Oh, Backe, wir sind ziemlich am Limit. 174. Wenn er jetzt bei 174 bleibt, wäre perfekt. Na, 175 wird schon wieder eng. Sieht gut aus im Moment. Ja, 176, ach, das ist doof. Das ist echt doof. Wir sind echt hier ziemlich am Limit. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Ich glaube, bei 176 bleibt er jetzt, ne? Das ist schon mal gut. Okay, dann gucken wir nach den Ressourcen. 1,4 haben wir noch. Oh, Backe. Also so richtig viel holen wir noch nicht raus. Aber wir können jetzt auf alle Fälle gleich die nächste Fuhre kaufen. So, die nächsten sind unterwegs. Das reicht aber auch gerade so, ne? Also da machen wir jetzt noch nicht wirklich Plus mit. Da machen wir jetzt noch nicht wirklich Plus mit. Das ist jetzt noch nicht wirklich erfolgreich. Das ist jetzt noch nicht wirklich erfolgreich, das Ganze. Gehen wir nochmal auf Holz.
Ich bin mir da noch nicht so sicher, wie wir das hinkriegen. Ich glaube, wir brauchen erst bessere Ventis hier. Die drei müssten wir eigentlich noch verbessern. Das heißt, wir bräuchten noch 7, 11.000 Euro, die wir eigentlich erstmal erwirtschaften müssen, damit wir da in die Puschen kommen. Die Restwärme, das können wir erstmal vergessen. Das bringt uns noch nichts. Wir sind bei 174 Grad, das geht. 175, ja, viel mehr geht nicht. Oder wir würden den Zwischenbereich hier mal ausprobieren. Der kostet 1,2. Gut, wir haben noch ein bisschen Holz da, aber auch nicht mehr viel, ne? Wir haben nicht mehr viel Holz da. Das ist halt das Thema. Da jetzt wieder in die Puschen kommen, das ist echt schwer. Gut, Holz geht noch. Da haben wir noch 7,6. Da könnte man noch ein bisschen mit beiheizen. Ja, da kriegen wir schon noch was rum, aber es wird echt knapp. Das wird echt eine knappe Sache. Oder wir würden den. Wir brauchen ja schon 100%, ne? Weil ansonsten kriegen wir nicht das maximale Ergebnis raus. Wir sind jetzt gerade mal bei 1,1. Das würde im Prinzip reichen, um hier nochmal Holz zu holen. 1,2, da könnten wir die nochmal probieren. Die haben ja 10% mehr. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr rausholen. Aber das bringt im Moment, glaube ich, auch noch nicht viel. Aber wenn die 10% mehr bringen, wären wir schon bei 9,7, ne? Ah, das mit der Kohle ist halt am besten. Das mit der Kohle ist einfach am besten. Gleich mal die Temperaturen im Auge behalten. Weil da haben wir ja mehr als das Doppelte. Ja, also das ist schon gut. Mehr als das Doppelte, aber es kostet nicht das Doppelte. Also müssten wir doch damit eigentlich gut plus fahren. Gucken wir nochmal in die Ressourcen rein. 6 haben wir noch. Oh, Mann, 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 Mann. Also das wird eine schwierige Sache. Ich habe übrigens jetzt auch entschieden, wir machen die Folgen doch auf eine halbe Stunde, weil ansonsten kommen wir, glaube ich, da gar nicht so richtig voran. Das wird sehr, sehr umfangreich, das Ganze. Umfangreicher als ursprünglich mal gedacht. Ich dachte, das ist so eine kleine, knuffige, süße, schnubbelige Demo. Und dann ist gut, aber nein. Die Demo hat es in sich hier. Und die ist auch gar nicht so einfach zu steuern. Also von dem Punkt, ja. Haben wir doch einiges, was wir da machen müssen. So, wir kaufen nochmal nach. Dass wir da auch gleich genug wieder da haben, bevor uns das Ganze ausgeht. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir dann, wie gesagt, dann auf die nächstbesseren hier kommen. Denn die müssen wir auf alle Fälle noch optimieren. Das bringt nichts. Wir sind hier so knapp dran. Wenn wir die kleinen nehmen, 3,7. Wenn die großen nehmen, 5,4. Na, das ist viel. Das ist viel. Von den Ressourcen geht es im Moment noch. Holz haben wir noch 20, das ist auch nicht mehr viel. Ich glaube, wir fahren im Moment mit der normalen Kohle eigentlich am besten. Das ist vom Verhältnis eigentlich auch das Beste, ja. Wenn injected, heißt 100% Power, das ist schon besser. Da kriegen wir schon ein bisschen mehr rein. Weil eben hatten wir noch zwei Kohle übrig und konnten nachkaufen. Jetzt haben wir. Ja, vielleicht noch 4 oder 5 Kohle und können gleich nachkaufen. Also das geht. Da können wir uns so langsam ein bisschen auf den grünen Zweig hocharbeiten. Dauert natürlich alles jetzt ein wenig, aber geht alles. So, hier kaufen wir gleich 10 nach. Gucken wir mal, ob die Forschung, ob wir da nicht irgendwas noch Sinnvolles machen können, was uns hilft. Composites. Creation of Composite that enhances the heat resistance of the ablator. Okay, opens the second generation ablator. Okay, das ist nur zum Auslassen, glaube ich, zum auf Ausblasen. Ich glaube, da müssen wir doch, wenn in Richtung Öl, also können wir uns da erstmal mit dem hier versorgen oder verarbeiten, was wir hier haben. So, die 10 sind unterwegs. So, jetzt haben wir 13,2, das ist gut. So, 17,9. Oh Gott, wenn ich überlege, wir waren bei 50, 60 Gigawatt. Das ist unglaublich. Ich meine, die besseren Öfen verbrennen auch besser.
Das ist natürlich auch wieder ein Punkt. Die neuen Turbinen arbeiten auch ein bisschen effizienter. Aber ich denke mal, die alten Turbinen heben wir uns trotzdem dann auf. Nur mal zur Sicherheit. Einfach mal gucken, ob wir da was draus basteln können noch. So, 10,3. Jetzt haben wir noch 10 und haben. Ah, es wird langsam. Ganz langsam wird's. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die 3,7er Stufe. Dass wir mit der erstmal arbeiten. Vielleicht holen die auch ein bisschen mehr Energie raus. Das weiß ich nicht. Das probieren wir mal. Denn hier im Moment scheinen wir nicht so wirklich dick gut raufzukommen. Wir sind schon wieder runter auf 6. Das ist doof. Das ist nicht gut. Wir müssen irgendwie uns verbessern. Der Rohstoff ist eigentlich zu teuer für das, was er kann. Aber ist günstiger als Holz, ne? Das muss man jetzt auch mal so sehen. Ach, die Frage ist, wie kommen wir daran? Oder sollen wir den mal probieren? 1,260. Wir kaufen einmal den hier und testen mal, wie der brennt. Das ist natürlich jetzt alles nicht so schön. Mein Brennstoff brauchen wir so oder so. Also wir machen auch Plus mit dem Brennstoff, aber ja, jetzt im Moment gerade wieder so ein bisschen ins Plus zu kommen, das ist gerade etwas schwierig. Es ging am Anfang irgendwie mit den kleinen Systemen wunderschön. Jetzt im Moment tut sich das sehr, sehr schwer. Die Frage ist zum Beispiel auch, was ist, wenn wir hier wieder auf 80 gehen? Was bringt uns das hier? Weil bei 80% haben wir ja natürlich, sagen wir mal, etwas weniger Verbrauch. Und jetzt glaube ich gerade der Rohstoff leer. Jetzt ist der Rohstoff leer. Dann starten wir den Rohstoff jetzt mal. Gucken wir mal. Oh, der heizt extrem schnell hoch. Das ist gut. Ich glaube, wir haben hier einen besseren Rohstoff gefunden. Ah, das ist. Jetzt muss ich mal gerade was gucken. Und eben haut es uns gerade was weg hier. Das wurde zu warm. Boah, Alter. Wir haben schon wieder gepennt. Oder ich habe schon wieder gepennt. Ich habe schon wieder gepennt. Halt, den lassen wir drin. Oh. Aber der produziert schon 12. Das ist Bombe. Und das bei 70%. Okay, da lag der Fehler. Wir haben das falsch dimensioniert, das Ganze. Oh. Weil wir haben kaum was von den Pellets verbraucht. Und verbrennen genauso viel wie vorher. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Dann habe ich das Problem gefunden. Stand da was drin? Nee. Das sind die Turbinen. Mal gerade gucken, ob ich da irgendwas. Base Cooling? Nee, das war's auch nicht. Das sind die Kühler. Wo sind denn da oben? Assembling Machines, Unlocks Factory, Coal in Form of Fuel. Improving the efficient heating to 1000 degrees without access to air. Opens Coke Coal and Cooking Coal Boiler. Okay, ich glaube, wir sind hier einfach falsch rangegangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sind hier schon fast am Limit. Kriegen 12 Gigawatt rein. Und das ohne, dass wir viel Rohstoff investieren. Das ist eigentlich im Moment gerade optimal. Das sollten wir beibehalten. Dann gehen wir als nächstes am besten gleich auf so eine Superturbine. 5,4. Ich denke mal, da kommen wir am schnellsten voran mit. 2,3 haben wir jetzt. Weil wir sind jetzt gerade mal bei 70% Ausstoß. 70%, das ist eigentlich, ich weiß jetzt auch nicht so 100%, wie wir das. Power of the boiler at higher boiler values begin to heat the water more strongly and consume more resources. The flow of the water, da. During evaporation, it generates more power. Okay. Da müssen wir jetzt auch nochmal schauen, ob wir da irgendwie noch eine bessere Lösung finden. Aber wir sind im Moment auf einem verdammt guten Weg. Da hatte ich irgendwie doch falsch überlegt.
Ich glaube, das ist extra jedes Special for Burning Cooking Coal. So, und wenn wir den holen. Oh, eben ist der Rohstoff leer. Eben ist der Rohstoff leer. Aber dann kaufen wir nochmal 10. Ist ja kein Problem. Ja, Billy. Hi, mein Schatz. So, dann haben wir natürlich das Thema, dass wir vielleicht mit viel, viel weniger Einsatz dieselbe Energie rauskriegen. Oho. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, der macht es jetzt mal richtig interessant. Das wäre natürlich eine Option zu sagen, wir kaufen hier gleich den großen Boiler und gehen mit der Leistung auf ein Minimum und schauen einfach, wie viel rauskommt. Das wäre jetzt so Plan B. Für den brauchen wir 2,5. Aber ich glaube, wir brauchen als erstes Turbinen. Obwohl, der ist halt am Limit, ne? Also da würde ich gern den mal einfach holen. Special for Burning Cooking Coil. Aber da brauchen wir für die Kohle extrem viel. Das ist, ich glaube, erstmal Turbine. Langsam wieder anfangen das Ganze. Ganz langsam wieder starten das Ganze. Weil ansonsten kriegen wir da echt ein Problem, glaube ich. So, 176 Grad ist gut. Gucken, Rohstoff. Ja, brennt gemütlich runter. Braucht nur 1,2 km. Ja, wir müssen echt auf eine neue Turbine gehen. Wir brauchen eine Turbine. So, Holz hätten wir sogar noch was da. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir nichts mehr. Coking Coal ist klar, das ist diese spezielle Kohle. Aber der hier, der heizt natürlich schon gut. Und 1,2 ist eigentlich auch gut, ne? Und wir haben jetzt noch 3,4. Das ist okay. Das heißt, wir holen hier nochmal 10 dazu. Dann kann der da erstmal arbeiten. So, und hier müssten wir dann auch noch überlegen, ob wir. Ja, excellent for Factory Boilers. Factory Boilers sind, glaube ich, die zweite Generation dann, ne? Das müssten die hier sein oder die hier. Das sind die Standards. Ah, Factory Version of the Boiler. Okay, also die zweite Version dafür ist dann die Kohle geeignet. Okay, die zwei sind für Boiler 1, der für Boiler 2, der für Boiler 3. Ja, wenn man diese Zugehörigkeit nicht kennt, dann läuft man natürlich da Gefahr, schon ein bisschen Probleme zu kriegen, ne? So, und ich glaube, sobald wir jetzt die zweite Turbine haben, geht das Ganze relativ zügig. Weil dann können wir die Kühlung runtersetzen und kriegen wahrscheinlich deutlich mehr raus. Deutlich. So, Ressourcen sehen gut aus. Alles im grünen Bereich. Ja, wir brauchen eine zweite Turbine. Ist die Frage, wollen wir uns erstmal so eine holen? Oder gleich die große? Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist. Die können wir uns jetzt schon kaufen. Kommt, die kaufen wir jetzt. Wir schauen einfach. Leistung steigt enorm. Leistung fällt enorm. Wahrscheinlich, weil wir jetzt zu viel Kühlung drin haben. Das müssen wir jetzt mal langsam nachjustieren. Dass wir da wieder den richtigen Punkt erwischen. Bis 180 Grad können wir. Das war der Fehler, den wir beim letzten Mal gemacht haben. So, jetzt sind wir trotzdem wieder auf unseren 10 Gigawatt. Tendenz steigend, das sieht gut aus. elf Komma fünf, das ist gut. Es ist natürlich die Frage, wenn wir den Ausstoß auf 65% machen und das Wasser auch runter. Ob wir dann trotzdem auf die 11,4 kommen oder nicht. Nee. Also da ist uns natürlich schon eine Grenze gesetzt. Gut, also das geht nicht. Das heißt, da müssen wir auf 25% definitiv. Das funktioniert so leider nicht. Ressourcen haben wir noch ein bisschen, aber nicht viele. Können wir gleich nochmal nachkaufen wieder. Ja, da jetzt so den richtigen Weg zu finden, ist schwierig. Gehen wir wieder auf 30%.
hier auf 70%. Das sollte gehen. Jetzt sind wir bei 11,6. Mir kam das fast vor, als ob wir ohne den mehr produziert haben. Oder wir müssen einfach jetzt noch ein bisschen mehr Wasser. Ups. Ein bisschen mehr Wasser. Und noch ein bisschen mehr Output. Ja, so kommen wir der Sache näher. So kommen wir der Sache näher. So, das bedeutet für uns, ja. Rechnen, rechnen, rechnen. Da haben wir noch ein bisschen was, das geht. So, und 14 Gigawatt haben wir jetzt zur Verfügung. Wir könnten sogar noch ein bisschen mehr produzieren. Wenn wir hier auf 40% gehen. Und hier auf 80%, denke ich mal, sollte gehen. Jetzt sind wir bei 15,4. 15,6. 16. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. So, jetzt gucken wir bei den Ressourcen. Da haben wir sogar noch 6 übrig, das ist gut. Und wir brauchen was? 1,2. Kaufen wir noch gleich einmal nach. Gucken, Temperatur 164 Grad ist okay. So, wir sind bei 120%. Wir könnten eigentlich sogar noch mehr fahren, ne? 85, mal gucken, wie sich es hier verändert. Ne, da müssen wir ein bisschen mehr Kühlung drauf geben. So, 174 und 21 Gigawatt. So, ich glaube, jetzt habe ich so das System verstanden. Nach ungefähr gefühlt 20 Folgen habe ich es jetzt raus. Okay, dann können wir jetzt so arbeiten. Wir haben noch genug Rohstoff da. Das ist sehr gut. Und wir kriegen jetzt mit 19 Gigawatt eigentlich auch eine Menge rein. Ja, vom Verbrauch her geht's. Von der Temperatur ist es auch okay. Das heißt, wenn wir jetzt das Geld zusammen haben, holen wir uns am besten dann vielleicht gleich den besten Schaft. Dass wir da temperaturmäßig erstmal keine Sorgen haben müssen. Wir haben genug Schächte da. Also das heißt, wenn wir dann die nächsten austauschen, können wir da auf alle Fälle noch ein bisschen spielen mit. So, 1,9 Ressource, 8,5, 8,4. Ja, wir könnten jetzt schon wieder nachkaufen, aber obwohl doch einmal kaufen wir vielleicht noch nach, oder? Ich überlege gerade. 0,3. 0,4. Das ist jetzt echt schwer zu sagen. Doch, wir kaufen noch einmal Ressourcen nach. Und dann holen wir uns noch einen kleinen. Ich denke, dann können wir da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen. Oder holen wir uns den mittleren? Ja, ich bin mir so unsicher. Bin mir echt total unsicher. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Der kleine kostet die Hälfte. Ich weiß aber nicht, inwiefern das jetzt einen Unterschied macht von der Produktion. Den kleinen werden wir später bestimmt nicht mehr benutzen. Das ist so die nächste Überlegung, die ich gerade habe. Gucken mal, wie weit der Rohstoff hält. 13. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, dann gehen wir doch vielleicht eher auf die größere Turbine erst. Boah, das ist echt eine Hammeraufgabe hier, das sozusagen rauszufinden. Ich glaube, wir gehen trotzdem gleich auf die größere Turbine. Ich glaube, das ist sinnvoller. Das ist einfach sinnvoller, weil dann können wir auch für die späteren Turbinen sind wir vorbereitet für die höheren Temperaturen. Weil sonst kaufen wir jetzt die kleinen, dann kaufen wir die großen nochmal nach. Das bringt nichts. Wir machen das lieber ein bisschen doucement, aber holen dann gleich die richtig guten. Das heißt hier 5,4. Den brauchen wir. Wenn wir den einbauen, dann können wir da zumindest schon mal, notfalls, wenn das von der Effizienz nichts bringt, können wir den kleinen rausnehmen, wenn das mit dem großen besser läuft. Das können wir dann testen. Da sind wir flexibel. Hauptsache ist, wir verballern uns das nicht wieder und machen es uns nicht wieder kaputt. Im Moment sind wir bei 19,5 Gigawatt. Die Frage ist dann, wie weit kommen wir, wenn wir die große Turbine einbauen? More perfect structure generates power well. Also ich denke mal,
Streamer 3. Okay. Keine Ahnung, was da der Vorgänger war. Klingt aber schon gut auf der Unsuccessful Streamer 3. Das klingt lustig. Ja, 3,7 haben wir. Wir brauchen noch 1,7. Müssen aber natürlich auch die Ressourcen ein bisschen im Auge behalten. Aber das schaut eigentlich ganz gut aus im Moment. Das sieht richtig gut aus. Weil jetzt sind wir schon bei 4. Das passt. Das passt sehr gut im Moment. Ich denke mal, einmal müssen wir noch nachkaufen, aber ansonsten stehen wir schon relativ sicher. So, 4,5. Da haben wir schon fast das Geld zusammen. Aber einmal müssen wir trotzdem nachkaufen. Wir brauchen ja Sprit. Ohne Treibstoff geht das nicht. Und mit dem Holz kriegen wir nur so als Notlösung ein bisschen was raus. Da verdienen wir aber relativ wenig mit. Deswegen denke ich mal sinnvoller, das so zu lösen. 3,6 haben wir, also wir brauchen nur noch 1,8. Ich denke, das dürften wir bald erreicht haben. Denn wie gesagt, da jetzt nochmal Zwischenschritte zu machen, ich bin mir nicht sicher, ob das es bringt, ohne dass wir da wieder unnötig Geld verlieren. Ne? Das ist halt blöd. Wir verdienen ja ganz gut. 3,9 haben wir. Ressource sieht auch gut aus. Da brauchen wir uns erstmal auch noch keinen Kopf zu machen. Wenn wir bei 5,4 sind, schauen wir mal, ob das dann ausreicht. Oder ob wir vielleicht doch nochmal eins holen müssen. Das weiß ich jetzt halt nicht. Das ist so der Punkt, wo wir dann ein bisschen grübeln müssen. Ne? 4,4 haben wir jetzt. 1.000 brauchen wir noch. 1K. Dann hätten wir es zusammen. Aber wir haben noch 7. Das sieht gut aus. Im Moment. Das sieht sehr gut aus. Jetzt haben wir noch 6 und brauchen noch 0,5. Oh, oh, oh. Müssen wir nochmal kaufen oder nicht? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.